Ah, endlich. Es tut mir leid. Hatte keine Zeit, um noch Tee zu kochen. Ich bin auch nicht wegen Tee hier. Was ist so dringend? Etwas Außergewöhnliches. Die Zukunft von Dogtown steht auf dem Spiel. Kurt Hansen, ein Mann mit vielen Gesichtern. Ein Krimineller, ein Kriegstreiber, aber auch ein Geschäftsmann. Und das Geschäft verabscheut das Vakuum. Die Aasgeier kreisen schon um seine Leiche. Sein Unternehmen muss einen neuen Anführer wählen. Wir werden dafür sorgen, dass die richtige Wahl getroffen wird. Der Splitter, bitte, nimm ihn. Aha. Und warum interessiert das uns? Mir ist die langfristige Entwicklung von Dogtown wichtig. Dir kurzfristige Profite. Sollte Dogtown im Blut ertrinken, ist beides nicht möglich. Lass mich raten. Du hast schon einen Nachfolger, oder? Lieutenant Colonel Bennett. Hansens loyalster Anhänger. Ein respektierter Mann, der selbst viele Anhänger hat. Er ist die logische Wahl. Ein Soldat und Gentleman. Es gibt aber einen Konkurrenten namens Iago. Er ist nicht so hochrangig, hat aber große Ambitionen. Er hat sich sogar schon externe Hilfe geholt. Von den Voodoo Boys. Triff dich mit Iago. Bring ihn dazu, nachzugeben. Was weißt du noch über Bennett? Ex-Marine. War bei Operation Midnight Storm dabei. Hat seine Befehle nie hinterfragt. Der Ruhm war ihm egal. Der Inbegriff von Loyalität. Iago, was spricht denn gegen ihn? Der ist Buchhalter, kein Soldat. Hat sich um Hansens Zahlen gekümmert. So einer kann niemanden inspirieren wie... Okay, ich kümmere mich darum. Nein, nicht du. Aber Aguilar. Was? Hansen hatte so lange das Sagen, weil er die richtigen Kontakte hatte. Allen voran die zum kubanischen Kartell. Aguilar ist ein Auftragskiller aus Havanna. Eine lebende Legende. Jedes Mal, wenn sich jemand in Havanna eine Zigarre anzündet, löscht Aguilar irgendwo ein Leben aus. Ich besitze zum Glück sein Verhaltensmodell. Und du besitzt zum Glück Erfahrung im Umgang mit der Tech. Ein Auftragskiller also. Sonst noch was, das ich wissen muss? Name unbekannt. Opferzahlen unbekannt. Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind es Dutzende. Pro Kontinent. Sind vielleicht nur Gerüchte. Aber die lassen sich in Verhandlungen gut nutzen. Nochmal von vorn. Ich soll Aguilars Identität annehmen, und richtig? Dann mit Iago sprechen und ihn von seinen dummen Ideen abbringen. Einfach, oder? Okay, alles klar soweit. Ich habe hier einen Splitter mit nützlichen Infos und eine Waffe. Die gleiche, die Aguilar nutzt. Bitte, greif zu. Interessante Waffe. Maßgeschneidert. Ein sehr überzeugendes Argument. Mhm. Dann leg mal los, Vi. Aktiviere das Verhaltensmodell und teste es mal. Spürst du den Unterschied? Meine Zeit ist kostbar, Hans. Wenn das nicht funktioniert, verlierst du deine Hände und musst dir einen neuen Namen suchen. Besser als erwartet, wie? Ich meine natürlich Aguilar. Iago wird sich in die Hose scheißen. Meiner Quelle zufolge trifft er sich bald mit einer Delegation der Dogtown-Voodoos. Ich schick dir die Koordinaten.
Wow. Mir egal, was du mit den Voodoo-Typen anstellst. Tob dich aus. Es geht mir nur um eins. Iago zieht seine Kandidatur zurück. Sobald er zur Vernunft gekommen ist, ruf mich an. Und denk dran, die Zukunft von Dogtown hängt davon ab. Keine Sorge, ich schaff das schon. Das hoffe ich doch. Viel Glück. Isolé. Dagosa, c'est un petit chat. Oui, donc. Comme il t'a doué, ça n'a pas un petit risque. Pour lui-même, ou soit nous. Mais... Allez, ça c'est pas territoire. Gute Neuigkeiten. Wir reden und ich lege euch nicht um. Ein guter Deal. Oder? Moi foot avec you. Ma foot. Danke fürs Spiel, Puyo. Das ist. Arrêtez. Continuez goumer jusqu'à la mort. Dann warten wir mal. Gleich hier? Ah, du willst ihn konfrontieren, oder was? Aguilar, du abgebrühter Caballero. Da sind sie. Die Trottel haben keine Ahnung, was gleich passiert. Fast schon traurig. Irgendwas stimmt nicht, Boss. Wer bist du denn? Lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Was passiert, wenn sich in Havanna einer eine Zigarre anzündet? Dann löscht Aguilar irgendwo ein Leben aus. Das stimmt wohl. Und weißt du, was noch stimmt? Dass du die falschen Leute verärgert hast. Du willst Bennett ausboten. Wir wissen von deinen neuen Verbündeten. Die Voodoo Boys? Schlechte Wahl. Meine Bosse sind gottesfürchtig, Iago. Ich wollte niemanden verärgern, echt. Und was passiert jetzt? Kennst du das Konzept der Befehlskette? Wenn ein Glied kaputt geht, ist die ganze Kette im Arsch. Du wirst jetzt deinen Plan schnell vergessen und dich wieder in die Kette eingliedern. Verstanden? Charlie! Meinst du, du machst mir Angst? Versuch's! Shit. Nein, nein, nein. Dann sind die Gerüchte also wahr. Hab's kapiert. Ich halte mich da raus. Aber du solltest eines wissen. Bennett frisst Arasaka aus der Hand. Sie wollen durch ihn Dogtown kontrollieren. Hast du Beweise für diese Behauptung? Ich weiß, wo es welche gibt. Er geht oft ins Republic Way im Stadtzentrum. Aber das Gebäude ist Tarnung und gehört einer Strohfirma von Arasaka. Was Bennett da macht,
Frag ihn. Mach Druck. Wirst sehen, dass ich recht habe. Es bleibt spannend. Schalt das Teil aus, bevor dein Gesicht noch wie Skopolade schmilzt. Ich fang gerade erst an, Johnny. Jetzt muss man nur noch Hans Bericht erstatten. Oder du findest erst raus, was für ein Scheiß dieser andere Wichser mit Arasaka plant. Schließlich geht es um die Zukunft von Dogtown. Gut gemacht, Aguilar. High five, mi hermano cubano. Aguilar sollte endlich mal mit Bennett reden. Nicht unser Mann. Bestimmt nur Mietmuskeln. Mach ihn trotzdem jetzt fertig. Dann ist das Problem schon mal gelöst. Keine Zivilisten hier. Ich sagte, wie Aguilar vorgehen würde. Den Typen verstecken und im Auto auf Bennett warten. Ihn überraschen. Ich glaube, wir sind uns einig. Die werden mich unterstützen. Mit zwei Undercover-Einheiten in Dogtown. Gordon, Abfahrt. Aber war ein ganz schöner Kampf. Die Japaner binden alle ihre Krawatten zu eng. Warte, wer? Oh, fuck! Aguilar? Japanischen Krawatten kennst du dich wohl aus. Weißt du, wie man die in Kolumbien bindet? In Kolumbien schneiden sie dir die Kehle auf und ziehen dir die Zunge durch den Schlitz. Klingt kompliziert, aber ich habe viel Erfahrung. Aguilar, bitte hör mir zu. Ich weiß, wie das aussieht. Aber da ist dieser Wichser, Yago. Dein Buchhalter. Genau, der will mich aus dem Weg räumen. Arasaka hat mir Hilfe angeboten. Und im Gegenzug wollen sie nur Zugriff auf unsere Schmuggelrouten. Was die wollen, ist die Kontrolle über eure Schmuggelrouten. Wer das nicht sieht, ist strunzdumm. Ich will nur eine sichere Zukunft. Für uns und für deine Bosse. Und wenn Yago kein Problem mehr darstellen würde? Vielleicht habe ich ihm schon gezeigt, dass er einen Fehler gemacht hat. Der Typ lügt wie gedruckt. Ich erkenne Lügen, glaub mir. Yago hat nicht gelogen. Er wird dich unterstützen. So wie ich. Na, das ändert natürlich alles. Ein Kubaner auf meiner Seite ist mehr wert als 10 Arasaka-Vorstände. Okay, abgemacht. Ich vergesse die Geschichte mit den Japanern. Aber eine Frage noch. Wo ist mein Fahrer? Den solltest du auch vergessen. Hi Bennett, Purple Horse. It's Oscrox. After making waves in Tokyo, Sydney and Paris.
Gut gemacht, Aguilar. Jetzt erstmal durchatmen. Wie sieht es aus, wie? Hat Iago es sich anders überlegt? Hat er. Und die Voodoo Boys sind auch kein Problem mehr. Sehr gut. Sollte ich noch mehr wissen? Yep. Hab auch mit Bennett gesprochen. Der Typ ist eine Puppe mit Sakas Hand im Arsch. Ich hab ihm klargemacht, wo es lang geht. Hat er kapiert, denke ich. Darum hatte ich dich zwar nicht gebeten, aber trotzdem danke. Bennett ist immer noch ein besserer Kandidat als Iago. Was jetzt? Jetzt schaut Aguilar bei Hansons Trauerfeier vorbei, um sicherzustellen, dass der Führungswechsel wie geplant über die Bühne geht. Klingt, als würdest du mit Problemen rechnen. So etwas setzt immer jede Menge Emotionen frei. Jeder trauert unterschiedlich, aber nur selten rational. Die Trauerfeier findet im Black Sapphire statt. Aguilar sollte da ohne Probleme reinkommen. Alles klar. Der König ist tot. Es lebe der König. Viel Glück, Vi. Und nun der letzte Akt des Dramas. Aguilar spricht den Trauernden ihr Beileid aus. Na, dann legen wir mal los mit der Show. Willkommen im Black Sapphire. Hoffentlich hattest du einen angenehmen Flug. Danke, dass du gekommen bist. Sicherer, wenn du es nicht weißt. Nein, ich bin morgen wieder da. Aguilar, welch eine Ehre. Für uns alle. Bescheidene Angelegenheit. Dachte, ihr würdet euren Anführer mit mehr Prunk verabschieden. Prunk? Nun, wir machen es so, wie es sich richtig anfühlt. Bring mich zu Bennett. Er kommt mit zusätzlicher Security. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Aguilar, was für eine Überraschung. Ihr kennt euch wohl. Havanna übersendet sein Beileid. Colonel Ansons Tod hat uns alle erschüttert. Der Colonel hätte euer Mitgefühl sicher gut geheißen. Lasst uns allein. Der Lieutenant Colonel und ich haben uns für ein sehr angenehmes Gespräch über Gott und die Welt getroffen. Wir finden beide, dass Dogtown einen vernünftigen Anführer braucht. Dieser Anführer ist Bennett. Die Leute hier werden auf ihn hören. Du auch, Iago. Oh, und wie lange? Bis du weg bist und er mir ungehindert in den Rücken fallen kann? Ich will Namen, Kontakte, Verbindungen. Deine Informanten im NCPD. Alle auf deiner Gehaltsliste. Lächerlich. Ich will einen Beweis deiner Loyalität, Iago. Ein faires Angebot. Nimm es an. Hansen würde sagen, dass nur die Schwachen Kompromisse eingehen. Nimm den Namen des Colonels nicht in den Mund. Ihr kläfft euch an wie zwei wild gewordene Chihuahuas.
Würde euer Koronel das wollen? Wäre er hier, würde er schnell entscheiden. Jago behält seinen Posten als rechte Hand des Anführers Lieutenant Koronel Bennett. Oder liege ich da falsch? Begrabt das Kriegsbeil zusammen mit eurem Koronel. Hier in diesem Sarg. Es gibt keinen anderen Weg für Dogtown. Das könnte klappen. Einverstanden. Hoffentlich bereue ich das nicht. Havanna hat euch im Blick. Benehmt euch. Alle beide. Sonst komme ich zurück. Fressen und gefressen werden, nicht wahr? Was heißt das für Dogtown? Eine Warnung, Silverhand. Eine, auf die man hört. Du bist hier jederzeit willkommen, Aguilar. Vorhang, Applaus, Blumen. Das war zwar witzig, aber jetzt müssen wir Aguilar adios sagen. No estoy de humor. Adios, Aguilar. Das war die Rolle deines Lebens. Achtung, Doktor! Lieutenant Colonel Bennett. Es ist offiziell. Dogtown hat anscheinend einen neuen Anführer. Dein Bennett ist ein Raubtier. Der gibt dir einen guten neuen Hansen. Und dank seiner cleveren rechten Hand wird er mehr erreichen, als Hansen je geschafft hätte. Gute Arbeit, V. Bist echt jeden Eddie wert. Das wäre erstmal alles. Ich melde mich.